Der Kreisverkehr an der B51 in Konz, Möbel-Martin-Kreisel genannt, ist der wichtigste Verkehrsknoten der Stadt. Täglich sind dort 23.000 Fahrzeuge unterwegs. Die meisten kommen von der Obermosel aus Saarburg, Konz oder Trier. Tendenziell nehmen die Verkehrszahlen, wenn man Corona außen vor lässt, zu. In den Hauptverkehrszeiten kommt es schon jetzt teils zu größeren Verzögerungen. Deshalb will der Landesbetrieb Mobilität den Kreisel noch dieses Jahr fit für die Zukunft machen. Durch optimierte Zufahrten und eine Bypasslösung soll die Verkehrskapazität erweitert werden. In Vorbereitung für das 3,45 Millionen Euro teure Verkehrsprojekt sind schon etliche Bäume zwischen dem Yachthafen und der Bundesstraße gerodet worden. Der Blick vom Moselradweg auf die Bundesstraße ist dadurch freigelegt. Ob dieses Jahr neben der Rodung noch mehr passiert, stand lange Zeit nicht fest. Der Termin für die Öffnung der vorliegenden Angebote im Rahmen der Ausschreibung für den Bauauftrag wurde laut LBM mehrfach verschoben. Der Grund: Der Landesbetrieb Mobilität musste lange mit der Firma Möbel Martin über die Flächen verhandeln, die für den Ausbau des Kreisels notwendig sind. Inzwischen haben sowohl die Firma als auch der LBM gegenüber volksfreund.de bestätigt, dass sie sich geeinigt haben. Deshalb könnte der LBM die Angebote am 28. Januar öffnen. Somit könnte das Bauprojekt aller Wahrscheinlichkeit nach im Frühjahr, voraussichtlich im April, beginnen. Die Hauptarbeiten könnten dann, so sieht es der Plan vor, noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Restarbeiten würden im nächsten Jahr noch anfallen. Thank you.